Stadtteil verändert sich. Wir sehen hier den geplanten Neubau und wir gucken uns an, wie das Ganze vorher aussah. So, dieser Parkplatz hier, Hinterhof, hier kommt also der Neubau. Dieses Video ist natürlich nur dann interessant, wenn man von vorher und nachher eben auch noch eine Ansicht hat. Die kommt dann, wenn der Bau fertig ist. Wir sind also hier auf dem Hinterhof. Hier war ein kleines Lager für Baubedarf. Und wir gucken uns hier an. Hier, wie gesagt, die Parkplätze. Es waren bestimmt 60 Parkplätze, wo die alle hinterher parken sollen, ist natürlich auch fraglich. Aber hier kommen, wie gesagt, neue Wohnungen hin. Wir gucken uns abschließend hier nochmal das Foto an. 33 Eigentumswohnungen auf diesem Platz. Ja, mal sehen, wie lange das dauert. Wir sind jetzt im August 2020.